Recht herzlich willkommen zur 25. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal haben wir eine Rakete gebaut. Ich will sie mal gerade mal angucken, ob ich das mit den Stufen gemacht habe, dass das passt. Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. Wie hieß sie noch? Das war die letzte, glaube ich. Zielschirm. Die war das, glaube ich. Und da steht sie. Wir haben die da dran gemacht. Ne, haben wir doch gemacht. Passt. Gut, dann launchen wir das Ding auch gleich. Gut, wir müssen hoch und nach rechts, in Anführungsstrichen. Das. Aber wir könnten gucken, ob wir nicht noch im Dingens. Ne, ich gehe nochmal zurück ins Space Center. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Auftrag, der damit erledigt wäre. TR-18er Stack-Decoupler. Landete Kerbin. Den kann man auf jeden Fall dazu nehmen. Ja. Dann müssen wir aber noch mal was anbauen. Ein Cover. Da müssen wir noch einen anbauen. Wie hieß das Ding hier unten? Ist es? TR-18er Stack Decoupler. Okay. Ja, passt ja, ne? Wenn ich den anmache, geht der ab. Dann fliegen wir hoch. Müsste funktionieren, oder? Kerbin landet, passt. Save. Und Launchpad. Sollte gehen. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht um. Oh oh. Der sitzt nicht richtig, ne? Aber das ist jetzt nicht so wild. SAS an. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass das klappt hier, dass der aktiviert ist, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke. So, und dann geht's los. Ah, ne, noch nicht ganz. Wir wollen noch das Ziel erst einstellen. Haben wir. Gut, und dann aber auf jeden Fall, ne? So, 3, 2, 1, go! Der Test war erfolgreich. Gerne mal weiter nach rechts. Geht aber irgendwie gerade nicht so wirklich. Und was war das? Oh. Was ist da passiert? Das war jetzt ganz schlecht. Wir haben gerade einen Piloten verloren. Oder? Es ist nichts mehr da. Es ist komplett explodiert. Ein ganz trauriger Tag. Super schlecht. Super, super schlecht.
Flight Events. Separation of Stage 4 confirmed. Lift off. Stack Depot was damaged by engine. Exhaust from solid booster 1. Okay, das war der auf Erdelach, glaube, das ist egal. Separation of Stage 3 confirmed. RT-10 Hammer solid fuel booster collide and into RT-10 Hammer solid fuel booster. Ja, das sieht eigentlich alles noch ganz normal aus. Ja, Overheating. Und da ist er gestorben. Ja, das ist nicht gut. Das ist ganz schlecht. Traurig. Close. Traurig, traurig, traurig. Jebediah. Was ist das? Ein Teil. Irgendwie noch mehr von den Teilen. Was ist das denn jetzt hier noch, was da rumschwebt? Achso, das kommt jetzt mal runter, oder was? Was wollen die denn von uns? Da fliegen noch Teile in der Luft rum, okay. Müssen wir den irgendwo anders bergen. So. Muss mal was ändern. Den umdrehen, irgendwo war das da, ne? So. Und kann ich den da noch dran bauen? Ja. Ist die Frage, ob das der Schirm aushält. Was schreiben die denn da so schönes bei mit dem Schirm? Maximale Temperatur 2000 Grad. Der Command Pod 2400 Grad. Das heißt, der Schirm geht eigentlich eher kaputt. Kriege ich das denn da drauf? Ich glaube nicht, oder? Ne, das bindet da nicht dran. Wie kriege ich das hin? So. Sieht komisch aus, ne? Der kann 1400 Grad ab. Was kann der Schild ab? 3400 Temperaturen kann er ab.
wir den jetzt wegmachen. Zweitausend Grad, bringt also auch nichts. Der Radiale, haben wir den? Nö. Der war nur zu Testzwecken. Ne, da ist er. Gut, da brauchen wir zwei von. Aber nicht so. Hallo, was macht ihr denn jetzt? Jetzt macht er mir da zwei nebeneinander hin, oder was? Ich will die gegenüber haben und nicht nebeneinander. Komisch. Ja, dann wird das nix. Ja, was wir aber machen können, was mir gerade so einfällt. Ich lade nochmal die andere. Don't save. Ich lade nochmal die. Load. Verändere hier die Reihenfolge. Der ist sogar fest da unten. Mach eine Stage mehr und packe diese drei da unten rein. Und den natürlich auch. Und die starten wir erst, wenn die weg sind. Dann müssten wir vielleicht nicht so schnell oben sein. Mal längere Reichweite, das müsste funktionieren. Aber das ganze Werk veranstalten wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.